Hallo Freunde des Films, willkommen zu DVD-Kritik und jetzt soll es um einen Quentin Tarantino-Film gehen, der ursprünglich zusammen mit seinem Best Buddy Robert Rodriguez in einem Grindhouse-Double-Feature geplant war, bei uns aber in Deutschland doch separat erschienen ist und damit meine ich Death Proof. Also, bist du bereit? Angezogen, halbnackt oder nackt? Na angezogen, wir haben nur rumgemacht, nicht das. Was meinst du mit das? Na, alles bis auf du weißt schon. Und das nennt sich das? Ich nenne es das. Und stehen die Kerle auf das? Deutlich mehr als auf lass das. Diesen Sommer treffen 8 Frauen auf einen teuflischen Typen. Kennst du hier irgendwen, der mich nach Hause bringen würde? Stuntman Mike. Wie wird man denn eigentlich Stuntman? Stuntman Mike? Mein Bruder hat mich reingeholt. Stuntman Bob. Ist der auch sicher? Oh, der ist nicht nur sicher, der ist todsicher. Also, Pam, wo soll's denn hingehen? Links oder rechts? Nach rechts. Oh, ist ja schade. Da du in die andere Richtung willst, gehe ich mal davon aus, du bekommst noch viel schneller Angst, als ich dachte. Nämlich jetzt. Oh, du weißt, ich kann dich nicht so einfach gehen lassen. Ladies, das war mein Spaß. Lass uns die Sau umlegen. Death Proof, todsicher. Dann mach dich mal bereit zum Abflug, Kleine. Death Proof, tot, sicher im Original. Grindhouse Death Proof geht 109 Minuten, ist aus dem Jahr 2007 und ab 16 Jahren freigegeben und erzählt die Geschichte von 3 Frauen bzw. Freundinnen bzw. einfach nur Mädels, die einen schönen Mädelsabend haben wollen, zusammen in einer Karre rumcruisen, dabei ihre Liebeleien, ihre Affären und ihre sexuelle Einstellung austauschen, Quentin Tarantino typisch, das alles in geilen Dialogen verpackt, bis sie dann in einer Bar auf einen Typ treffen namens Stuntman Mike. Und wer jemals Death Proof gesehen hat, wird diesen Namen nie wieder vergessen, denn Kurt Russell als Stuntman Mike ist einfach großartig. Und als es dann darum geht, dass er eine Lady aus dieser Bar mitnehmen soll und dann einen kurzen Blick in die Kamera setzt und die Zuschauer angrinst, weiß man, das nimmt kein gutes Ende und spätestens an der Stelle, gegen Mitte des Streifens, wird dann Death Proof von einem dialoggeladenen, wirklich witzig und gut geschriebenen Film zu einem ziemlich bösen Thriller und hat den ein oder anderen Autocrash parat, der in Zeitlupe und wiederholt richtig brutal ist. Und da ich erinnere mich noch, als ich 2007 im Kino war, dachte ich, wow, so eine krasse Stuntszene hatte ich lange nicht gesehen. Vor allem sieht sie unglaublich handgemacht aus. Und Tarantino hat auch den ganzen Film Death Proof mal wieder zum großen Teil die Musik hier mitgeliefert, die Regie natürlich gemacht, aber auch im Drehbuch gearbeitet und hat den ganzen Film in so einen 70er-Jahre-Look eintauchen lassen, digital nachbearbeitet. Das heißt, man hört andauernd das Kratzen wie auf Filmrollen, man hat andauernd Bildfehler und Sprünge und Wiederholungen in dem Film drin, sodass ich damals, als ich im Kino war, mich noch erinnern kann, dass in den Kinos überall Plakate hingen, auf denen stand, liebe Zuschauer, bitte wundern Sie sich nicht, weil es müssen ganz viele Beschwerden eingegangen sein, dass dieser Film angeblich die Kopie kaputt sei im Kino. Nein, das ist so gewollt von Tarantino. Und dann begibt sich Death Proof irgendwann in einer Art Zweiteiler-Situation. Dann tauchen nämlich wieder eine Gruppe von Mädels auf, aber die sind anders als diese erste Gruppe und auf einmal werden Jäger zu Gejagten und das Ganze ist irrwitzig, total abgefahren und auch da weiß Tarantino wieder mit stilistischen Mitteln zu arbeiten. So hat er ganze Sequenzen, die er komplett in Schwarz-Weiß zeigt und auf einmal wieder in Farbe umstellt den Film in einem Moment, als eine Frau in einem knallgelben Kleid in einem knallgelben Auto steht und man denkt als Zuschauer, wow, was ist das jetzt für ein Bild? Und so weiß er ganz genau, die Zuschauer an der Nase herumzuführen, hat dabei richtig Spaß und das Ganze ist, wie gesagt, im Grindhouse Double Feature zusammen erschienen mit Planet Terror von Robert Rodriguez und deswegen, wenn man sich beide Filme zusammen anguckt, die ursprünglich auch in Deutschland zusammen released werden sollten im Kino, findet man ganz viele Rollen, besonders wenn sich Stuntman Mikey in Death Proof mal im Krankenhaus befindet,
findet, die sich doppeln. Und da gibt es den ein oder anderen Verweis, wie auf Jungle Julia, wiederum in Planet Terror. Also so ein Hin- und Her-Verweis. Und das alles eben, weil Quentin Tarantino und Robert Rodriguez zwei Best Buddies und auch zwei Star-Regisseure sind. Ich könnte über Death Proof ewig reden, aber das Besondere ist für mich die geile Machart des Films, tolle Dialoge, schöne Musik, die stilistischen Mittel, die er verwendet und einmal mehr diese brutale Härte, mit der er so punktuell daherkommt und macht Death Proof für mich zu meinem, ich glaube, viertliebsten Tarantino-Film nach Django Unchained, Pulp Fiction und Inglourious Basterds. Ich liebe den Streifen und vor allem habe ich das Gefühl, je öfter man den sieht, umso mehr mag man den, auch wenn er hier und da zugegebenermaßen mit seinen 109 Minuten die ein oder andere Länge hat. Stuntman Mike ist und bleibt eine coole Sau, bei dem man sich am Ende dann aber auch so richtig freut, wie es der Rolle ergehen muss, aber ich möchte an der Stelle hier nicht spoilern. Wer den Film noch nie gesehen hat, Tarantino Filme sowieso mag, sollte sich den angucken, aber auch mit Vorsicht genießen, denn das ist so ein typischer Film, entweder man steht total auf die Machart oder findet den dann richtig beschissen. Von mir bekommt Death Proof todsicher als Action-Thriller auf jeden Fall geile 9 von 10 möglichen Punkten und diese 9 Punkte auch von mir insgesamt. Und ich weiß, wer Tarantino eh nicht mag, kann mit dem Film nicht viel anfangen, deswegen hier dann vielleicht die Wertung ein wenig mit Vorsicht genießen. Okay, Freunde, das war's von mir für jetzt mit Death Proof todsicher. Wie findet ihr den Streifen? Schreibt es bitte gerne in die Kommentare. Ansonsten, wie gesagt, war es das jetzt von mir. Lasst doch gerne einen Daumen da, wenn ihr die Review mochtet. Lasst es bleiben. Wenn nicht, schaut bei meinen letzten beiden Kino-Reviews vorbei oder bei Twitter und Facebook, wenn wir sonst noch über Filme schreiben wollen. Abonniert diesen oder meinen zweiten Kanal, wenn ihr keine Videos verpassen wollt. Lasst es bleiben, wenn doch. Das entscheidet nur ihr, aber morgen um 15 Uhr gibt es hier spätestens ein neues Video. Und bis dahin hoffe ich, ihr seid morgen wieder mit dabei. Natürlich um 3.